So, wir sind oben angekommen. Was passiert hier? Was geht hier? Hallo? Ich bin mal kurz versteckt. Ich glaube, in diese Lichter sollten wir nämlich nicht reinlaufen. Nicht zwingend. Nicht, wenn wir nicht wollen, dass es hier gleich eskaliert. Oh, ein verbessertes. Das können wir jetzt zum ersten Mal machen, weil wir Hacken gelernt haben, Leute. Wir können zum ersten Mal ein verbessertes Terminal angehen, also mit 6 Buchstaben, weil wir ja da zum allerersten Mal jetzt das machen können, weil wir den Skill ja jetzt gemacht haben. So, jetzt wird es sehr schwierig, glaube ich. Wir fangen mal an mit Ravages. Ravages. Ein Treffer. Na, das ist jetzt natürlich schlecht. Ein Treffer, dann gehe ich mal davon aus, dass es das S ist und es ist Windows. Nein, Windows ist es nicht. Dann müssen wir wieder zurückgehen auf einen Treffer. Da könnte es Theater sein. Wir haben einen Treffer. Das heißt, das E könnte so oder so stimmen. Oder halt auch nicht. Vielleicht Holster? Immer noch ein Ding, das stimmt. Vielleicht ein Monster. Nein, schade. Okay, mit 6 Buchstaben wird das natürlich schon mal einen Ticken schwerer. Wir müssen jetzt kurz 10 Sekunden warten. Ich. Wie viel von dem Zeug funktioniert wohl noch? Gute Frage. So, gleich nochmal. So. Also, Flowers ist ein schönes Wort. 2 Treffer. Mit 2 Treffern kann ich arbeiten. Mit 2 Treffern kann ich arbeiten, denn dann kann es Konzern sein. Ja, in der Tat. Es könnte Konzern sein. Cool. Ja, bitteschön. So, wir öffnen die Tür, die einfach nur neben uns hier war. Das auch war. Es hat funktioniert. Die Frage ist, ob sich das gelohnt hat, was wir jetzt hier gemacht haben. Ja, ein Fusionskern ist schon mal nicht schlecht. Ein bisschen Red-X kann ich schaden. Ein Bunsenbrenner. Da können wir alles verwerten. Und das war ein klitzekleiner Ticken zu viel. Das war eine Kleinigkeit zu viel. Zum Beispiel diese Baumwollgarn. Kann wohl weg. Reicht aber immer noch nicht. Ja, hör mir doch auf. Dann halt doch der Bunsenbrenner. Wobei Kupfer, ganz ehrlich, Kupfer ist sogar ganz gut. Dann lieber weg. Asbest behalte ich auch mal lieber. Schaltkreise kann man, glaube ich, auch mal gebrauchen. Ja, Holz. Ach, ich habe das Ding komplett mitgenommen. Ich wollte eigentlich nur das Reagenzglas. Naja, whatever. So. Sind wir jetzt oben? Better safe than sorry. Makes sense. Okay, wer ist das? Warum wird der Gunner-Soldat, warum hebt er die Hände? Ich kenne das, was du meinst. Das ist die Wahrheit. Oh, nochmal was zum Hacken. Okay. So, Edge. Dann Pure. Wie schön. Easy. Manche Sachen kann ich halt einfach dann doch recht gut. So, wir haben diese Tür geöffnet. Um zu merken, wir haben hier auf jeden Fall ein bisschen was zu mitnehmen. Willst du kooperieren? Oh Gott! Oh Gott! Raus damit! Okay, okay! Nicht schießen! Lass mich nachdenken! Du scheinst nicht, ich komme dort rein. Es ist nur eine Frage der Zeit. Sag mir das Passwort. Hey, ich sagte, ich hab's nicht. Ich helfe dir, einen Weg reinzufinden. Aber wir haben das Mädchen geschnappt. Wir wollen nur eine kleine Entschädigung. Du bist in keiner. Du bist mir gefolgt. Bist du wegen der Synth hier? Ja, ich bin hier, um der Synth zu helfen. Und du glaubst, dass ich sie dir überlasse? Du bist mir gefolgt. Was willst du wirklich? Und wer ist überhaupt diese Synth? Flüchtiges Institutseigentum. Ich werde sie deaktivieren und zurückbringen. Aber du wirst sterben, so wie der Rest. Und der nächste Nachruf.
Ach so, und er ist von Staff Boy. Okay. Tja, guck mal, mit Piper legt man sie nicht an. Alter, Piper macht den übelst fertig. Piper macht den übelst fertig, schau dir das an. Die ist richtig sauer. Die ist richtig sauer, ey. Also er packt zwei Stealth Boys, haut er sich rein. Oh, ist das dein Ernst? Piper. Komm her. Weg. Einfach so. Wo ist der Typ? Also der haut sich zwei Stealth Boys rein, ey, weißt du? Ja, das auch. Nee, zwei Stimpacks hat er sich reingehauen. Komm, Piper, gehen die Vollen. Der Penner, ey. Du bist voller Blut, es reicht dann auch mal langsam, oder? Du musst sterben. Z247. And it's all over. So, der Runner muss sterben. Da haben wir den Runner-Chip, um den es ging. Sehr schön. So, abgeschlossen. Jäger gejagt, da haben wir. Und wer bist du so? Hallo. Er hat den Tod verdient. Du bist nicht meinetwegen hier, aber ich komme nicht raus. Nicht allein. Ich muss darauf vertrauen, dass du mir hilfst. Wer bist du? Wir können gern reden, wenn du die Tür geöffnet hast. Ich laufe nicht weg. Die Wache hat das Passwort in einem Werkzeugkasten dort unter der Treppe versteckt. Damit hast du Zugang zum Terminal und kannst die Tür öffnen. Ist das so? Kann ich ihr trauen? Wer ist sie? Wenn du mich umbringen willst, nur zu. Unter der Treppe. Ach so. Ja, Meisterterminal kann ich nämlich noch nicht entsperren. Hier wird aber das Passwort sein. Jawohl. Und an dem einen Schraubenzieher scheitert es jetzt wieder. Mann. Habe ich nicht irgendwo eine ausversehene Waffe aufgenommen, die ich will? Ja, ja, Kampfmesser. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Wer oder was ist sie? Ich wollte die Tür eigentlich schon noch öffnen. Bitte warten. Da war ich mal wieder zu ungeduldig. Türen werden geöffnet, dann kann ich aber den Aufzug auch gleich einschalten. Perfekt. So, junge Dame. Erzähl mal. Wer Hi. Bist du? Ich danke dir. Mir fehlen die Worte. K1. Ich kenne nur K2. Der Berg ruft. Wer bist du? Meine Institutsbezeichnung ist K198. Aber ich ziehe Jenny vor. Jenny! Also ja, ich bin eine Synth, falls du es noch nicht weißt. Ich wusste, sie würden einen Runner schicken, aber dass er mich so schnell findet. Ich hätte ihn auch abgeschüttelt, aber dann haben mich diese Söldner gefangen. Und so ist es geschehen. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe. Ich werde nach Vorräten suchen, bevor ich gehe. Und bevor du fragst, nein, ich brauche keine weitere Hilfe. Das Commonwealth ist unbarmherzig. Wenn ich es nicht selbst schaffe, bin ich tot. Vielleicht treffen wir uns wieder. Unter besseren Umständen. Hoffentlich. Okay. Ja, leb wohl, Jenny. Entschuldigung. Ich komme schon alleine klar. Du brauchst nicht hier zu bleiben. Ja gut, dann sag ich leb wohl, Jenny. War mir eine Freude, dich befreit zu haben. Irgendwie. Das Ding ist besser erhalten als erwartet. That's what she said. Ja. Sie kommt klar, sie sucht nach Vorräten, ich suche nach dem Skalpell. Und am Ende sind eh alle tot und wir können uns eigentlich verzupfen, wa?
Aufzug ist gestellt. Piper deportet sich. Da war alles gut. So. Und dann haben wir die Geschichte erledigt. Ja, ging doch eigentlich ganz gut. War ein bisschen chaotisch, aber ansonsten eigentlich, glaube ich, ganz in Ordnung. There we go. Der Aufzug war ja kaputt am Anfang, wir erinnern uns. Und hier kamen wir her, also tschüss. Ab nach draußen. Hallo. Oh. Ja, ich mach gleich Pause. Ja. Nicht. So, Freunde, lasst uns mal zurückgehen und das Teil untersuchen. Mal sehen, was es dazu zu sagen gibt. So, Freunde, ab zurück. Zum Runner-Chip. Den müssen wir nämlich überprüfen lassen. Und das machen wir im Railroad-Hauptquartier. Was? Hä? Das machen wir im Railroad-Hauptquartier? Aber wir machen doch gerade Main-Story. Wir können doch laut Main-Story noch gar nicht beim Railroad-Hauptquartier gewesen sein. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Wir können sie doch noch gar nicht kennen. Theoretisch. Sucht nach dir. Junge Dame. Ich habe hier einen Bericht. Der liest sich mehr wie ein Comic. Anscheinend gab es ein größeres Gefecht bei Greentech Genetics. Ja, das waren wir. Oh, was weißt du darüber? Einer unserer Agenten hat einen Runner ausgeschaltet. Allein. Das würde vermutlich nicht mal Glory schaffen. Du warst das also. Ein Runner weniger ist natürlich immer gut. Aber warum hast du das gemacht? Ich brauchte einen Runner-Chip. Wegen des Codes, der darauf gespeichert ist. Du hast einen ihrer Chips? Intakt? Mir nach. Sofort. Okay, die ist direkt heiß drauf. Und ist ja cool. Die Story kann sich also scheinbar ändern. Hätten wir jetzt mit dem Railroad noch nichts am Hut, wären wir vermutlich woanders hingegangen. Zum Glück haben wir genau den richtigen Mann für diesen Job. Ach, der Verrückte. Brauchst du was? Tom, wir haben dir einen Runner-Chip mitgebracht. Was? Echt jetzt? Mann, sowas habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Damit hast du echt den Jackpot geknackt. Gib mal den Chip her. Schauen wir, was drauf ist. Okay. Hier, bitte. Okay, Tom, dann leg mal los. Okay, kleiner Runner-Chip. Lassen wir den Stromkreisanalysator mal an dich ran. Ach was, wenn ich Railroad noch nicht gemacht habe, dann mache ich das während der Main-Story. Clever. Haben Zugriff auf den Chip. Bummeln wir mal etwas an den Analogschnittstellen rum. Was? Oh Mann, stürz jetzt nicht ab. Du schaffst das. Kleiner Speicherfehler. Wie er hackt. Da sind sie. Verschlüsselungsalgorithmen. Okay, wir sind noch im Geschäft. Oh Mann, sie haben beim letzten Schlüssel weitere Dezimalstellen hinzugefügt. Oh, das wird, Komm schon, Baby. Führ mich zum Muster. Wo ist es? Moment. Sie benutzen die gleiche logarithmische Funktion wie der Schlüsselgenerator. Oh Mann, das nenne ich Glück. Ich hab dich, du Institutscheißer. Ich hab dich. Löse nach N auf. Komm schon. Zeig mir die Basiszahl. Komm, Baby. Wir haben's. Wir haben den Code. Ich lade ihn dir auf ein Holoband. Gute Arbeit, Tom. Ich weiß nicht, ob wir nächstes Mal wieder so viel Glück haben, Des. Und was dich angeht, ich hoffe, dir hilft das genauso viel weiter wie uns. Gute Arbeit. Des hat mir erlaubt, meine Atmosphärensensoren aufzustellen. Endlich kann ich beweisen. Also, normalerweise hätte ich sie jetzt laut Main Story erst gesucht, diese Typen. Aber wir waren ja schon fleißig und haben eine Menge so gemacht. Also haben wir. War das eine gute Sache. So, das bedeutet jetzt. Wir kehren zu Virgil zurück. Virgil! Der wird sich freuen, der Virgil. Alles klar, zurück in die felsige Höhle. Das ist natürlich interessant.
So, au, oh, schnell, schnell, schnell. Oh, jetzt bin ich rausgelaufen. Ne, jetzt bin ich reingelaufen. Innen drin war ja keine Strahlung mehr, ne? Ja, es war ich habe Fleißarbeit betrieben und jetzt muss ich, habe ich die Main Story, habe ich ein Riesenstück geskippt quasi. Hey Virgil, was geht? Guck mal, was ich hab. Ich war nicht sicher, ob ich dich wiedersehen würde. Du hast, was du brauchst? Ja, Mann. Ich hab den Code. Sollte mich wohl nicht überraschen. Du hast immerhin Kellogg erledigt. Ein Runner sollte da kein allzu großes Problem mehr sein. Wie hast du den Chip entschlüsselt? Ich habe ein paar Freunde im Commonwealth gefunden. Besser du als ich. Mit so einem Gesicht werde ich nicht allzu viele Freunde finden. Du warst aber nicht der Einzige, der beschäftigt war. Ich habe aus meinen Erinnerungen und dem, was ich so über die Jahre gehört habe, das Beste gemacht. Hab ein paar Pläne für dich entwickelt. War nicht ganz leicht. Diese Hände sind ein Witz. Die Feinmotorik ist für den Arsch. Hier ist die Kurzversion. Du musst ein Gerät bauen, um das Signal zu kapern, mit dem das Institut die Runner teleportiert. Und stattdessen dich selbst durchschicken. Okay. Weißt du, was das Verrückteste daran ist? Dieser Sender für klassische Musik. Das ist das Trägersignal für ihren Transmitter. Alle diese Daten in diesen harmonischen Klängen. Und wir hören es schon die ganze Zeit. Und um es ganz klar zu sagen, das ist nicht mein Spezialgebiet. Ich war Biowissenschaftler. Mit Maschinenbau oder fortschrittlichen Systemen hatte ich nichts am Hut. Biowissenschaft? Fortschrittliche Systeme? Abteilungen im Institut. Spezialisten, die in Gruppen an verschiedenen Projekten arbeiten. Du wirst es später noch verstehen. Aber wenn du dieses Gerät bauen und den Code nutzen kannst, solltest du das Signal des Instituts-Transmitters kapern können. Ja, das klingt doch gut. Schaffst du das? Kannst du es bauen? Hast du Leute, die dir helfen? Die helfen mir bestimmt, ja. Für einen allein ist das etwas viel, selbst für dich. Das kriege ich schon hin. Gut, sehr gut. Denn du musst es unbedingt da reinschaffen. Um ja. Unser beider Willen. Natürlich. Und vergiss nicht unsere Abmachung. Ich habe dir geholfen, so gut ich konnte. Wenn du es reinschaffst, finde das Serum. Du kriegst ein Serum, Virgil, keine Sorge. Hoffnung, jemals normal zu sein. Also finde es. Du bist und jetzt los. So super, keine Sorge, Virgil, ich kümmere mich. An die Arbeit. Tu, was immer nötig ist. Jede Hilfe ist jetzt willkommen. Wow. Muss ich mich jetzt entscheiden, mit wem ich da zusammenarbeite oder was? Weil entweder Railroad, Minuteman oder Bruderschaft. Hol dir Hilfe für den Bau des Signalfängers. Oh. Am meisten Sinn würde wahrscheinlich die Railroad machen, nehme ich an, oder? Ich glaube, wir haben eine neue Grenze des Üblen entdeckt. Haben wir? Ach, Piper, du warst vom letzten Mal ja gar nicht hier. Da stand, war was. Oh, da muss ich mir jetzt ehrlich gesagt erstmal Gedanken machen, wie ich das Ganze angehe. So, ja gut. Ja, bist eigentlich auch nicht verkehrt. Dann werde ich mir das mal überlegen, was ich als nächstes mache oder mit wem ich da zusammenarbeite. Und dann werden wir eventuell schon bald ins Institut kommen. Das klingt doch gar nicht so schlecht.